Die Rollen von Delta, Echo, Blue und Charlie, dem bekannten Velociraptoren-Squad aus dem allerersten Jurassic World-Film, hätte ursprünglich ganz anders aussehen sollen, als wir das jetzt hier im fertigen Film gesehen haben. Über dieses herausgeschmissene Konzept reden wir jetzt hier in diesem Video. Wie immer, schau das Ganze bis zum Schluss und sag mir dann deine Meinung, was du davon hältst. Ob du vielleicht sagst, ey, das Konzept hört sich eigentlich sogar noch viel geiler an, als das, was wir am Ende im fertigen Film bekommen haben. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Wir fangen jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, das Raptoren-Squad aus Jurassic World hatte es nicht einfach gehabt. Schon nach dem allerersten Trailer gab es ja allererste Stimmen, die gesagt haben, was genau passiert jetzt hier in Jurassic World 2015? Ich meine, es ist der erste Jurassic-Film, den wir seit 2001 wieder bekommen haben. Das Jurassic-Franchise ist mit Jurassic Park 3 mehr oder weniger untergegangen und Jurassic World kam dann eben erst Jahre später raus. Es waren 14 Jahre später und plötzlich haben wir einen etwas anderen Ton bekommen. Die ganze Nummer war wesentlich CGI-lastiger, definitiv. Allerdings muss ich sagen, im Gegensatz zu den meisten anderen Kritikern da draußen bin ich der Meinung, dass Jurassic World ultra gutes CGI hat. Und gerade wenn man sich eben auch das CGI in den helleren Umgebungen anschaut, das ist wirklich unfassbar gut. Und eine Sache, die hier ebenfalls noch sehr kritisiert wurde, beziehungsweise wo man so die Augenbrauen hochgezogen hat und sich gedacht hat, was macht ihr da? Das war die Sache gewesen, als wir am Ende vom ersten Trailer einen Owen sehen konnten, der mit einem Motorrad Seite an Seite mit seinen gezähmten Velociraptoren scheinbar in die Schlacht zieht. Und naja, man hat sich eben gedacht, okay, gehen wir jetzt hier wirklich in die Richtung Militärdinos? Denn das gab es ja früher schon, das Gerücht, dass Steven Spielberg eine Idee hatte, Menschen-Dinosaurier-Hybride zu erschaffen und dann damit in Jurassic Park 4 eine Art von Militär-Dinosaurier-Thriller aufzubauen. Im Nachhinein können wir sagen, ja, eigentlich ist das wirklich so passiert, nur unter einem anderen Deckmantel. Der zweite Trailer allerdings zu Jurassic World 1 von 2015 hat uns dann wiederum ein bisschen besänftigt, denn hier haben wir gesehen, dass Owen die Velociraptoren tatsächlich trainiert, wie man echte Tiere trainiert. Das heißt, die Tiere sind immer noch wild, sie sind immer noch gefährlich und Owen weiß das. Deswegen geht er auch mit einer extremen Vorsicht, mit einem extremen Respekt mit diesen Tieren um und der gesamte Plot entwickelt sich eigentlich relativ nachvollziehbar. Das muss man Jurassic World 1 zugute halten. Die ganze Nummer mit den Velociraptoren, die jetzt hier abgerichtet werden, die funktioniert. Das fühlt sich auf keinen Fall in irgendeiner Form seltsam an. Man kann jetzt hier vielleicht den Fakt ein bisschen zur Seite nehmen. Ja, Velociraptoren waren früher noch wesentlich gefährlicher. Das stimmt, aber ich fand der neue Ansatz, ich bin ein Fan von neuen, frischen Ansätzen, der war hier eben einfach gegeben. Nimm die Velociraptoren und versuche sie eben abzurichten. Warum die Velociraptoren? Weil es Sinn macht, weil sie ja laut der Jurassic Park Lore die intelligentesten Dinosaurier sind, die von ihrer Intelligenz her schlauer als damalige Primaten gewesen sind. Oder eben gewesen wären, wenn die aufeinander getroffen wären. Deswegen macht das schon irgendwie alles Sinn. Ein ursprüngliches Konzept jedoch hätte diese Raptoren komplett anders dastehen lassen. Ursprünglich hätten diese vier Velociraptoren nämlich keinesfalls in irgendeiner Art und Weise mit dem Menschen zusammenarbeiten sollen. Nein, es gibt bereits erste Konzeptbilder, unter welchen wir ebenfalls bestimmte Szenarien beschrieben haben. Die Szenarien hier finde ich sehr interessant. Die weichen nochmal von dem ab, was wir im Jurassic World Compendium sehen. Denn da haben wir auch diese Bilder hinterlegt. Und da ist das Szenario ein bisschen anders beschrieben. Dazu mache ich irgendwann auch nochmal ein Video. In diesem Fall jetzt hier allerdings wären Delta, Echo, Charlie und Blue tatsächlich mehr als ein paar Nutztiere schon fast versklavt worden. Die ursprüngliche Story von diesen Velociraptoren hier wäre gewesen, zum einen eben, dass die Tiere wirklich Velociraptoren aus Jurassic Park 3 gewesen wären. Wir kennen ja auch schon das ominöse Konzept von Red, welches damals im Raum gestanden hat. Darüber hatten wir auf dem Kanal ja auch schon mal gesprochen. Red hätte eben einfach ein Velociraptor vom Design sehr an den männlichen Raptor aus Jurassic Park 3 erinnern sollen. Das hat man eben dann aber später verworfen und dann einen Blue daraus gemacht oder eine Blue daraus gemacht. Noch vor dem Konzept eines Reds jedoch hätten einfach wilde Velociraptoren von der
Isla Sorna im Stil von Jurassic Park 3 im Jurassic World Park landen sollen. Diese Tiere wären dafür da gewesen, damit sie bestimmte Wagen, also Fahrzeuge, in Richtungen lenken können. Also das Ganze könnt ihr euch so vorstellen wie Leithunde, die eben angekettet sind, also wirklich starr an diese Fahrzeuge angekettet sind und dann damit die Richtung vorgeben. Der Hintergrund hierbei sollte gewesen sein, dass diese Velociraptoren darauf abgerichtet worden wären, entflohene Dinosaurier wieder einzufangen. Da stellt sich mir die Frage, okay, wie kommst du auf die Idee, einen Jurassic World Park zu öffnen, wenn du extra einen Raptoren-Squad dazu heranzüchten musst, um immer wieder entlaufene Dinosaurier einzufangen? Da scheint der Park nicht so ganz sicher zu sein, ist vielleicht aber auch ein Grund, warum dann das Konzept am Endeffekt wieder verworfen wurde. Was hierbei noch sehr cool ist, sind bestimmte Skizzenzeichnungen, die uns sogar zeigen, wie diese Fahrzeuge aufgebaut worden wären. Dass die zum Beispiel an der Unterseite wie so Kugellager gehabt hätten, mit welchem die Raptoren in der Lage gewesen wären, die Richtung der Fahrzeuge vorzugeben. Ebenfalls erschließt sich mir hier nicht ganz dabei, wie das hätte ablaufen sollen. Ich meine, die Velociraptoren, die wären an der Front des Fahrzeugs befestigt. Wir sehen jetzt aber hier auf dem Bild, das scheint wohl ein Auto gewesen zu sein. Die Raptoren werden das Auto wohl kaum gezogen haben. Das würde generell wenig Sinn ergeben. Sie sollten wohl mehr wie eine Art von Spürhunden funktionieren, dass die quasi die Richtung angeben, wo dann eben das Auto hinfährt. Später im Film, so wird es hier unter diesem Konzept geschrieben, wären genau diese Velociraptoren auch aus ihren Gehegen ausgebrochen und eben auf die Parkbesucher losgegangen. Das heißt, wir hätten hier quasi ein umgekehrtes Konzept zu dem gehabt, was wir eigentlich in Jurassic World bekommen haben. Denn in Jurassic World selber werden die Velociraptoren ja auf den Menschen abgerichtet. Owen zum Beispiel versucht den Tieren dann auch immer wieder positive Gefühle zu entlocken mit Belohnungen und ähnlichem. Und genau das wird ja auch später am Indominus Rex kritisiert, wo Owen auch noch meint, das einzig Positive, das dieses Tier kennt, ist so ein totes Vieh, mit dem es eben gefüttert wird. Im Originalkonzept scheint das also ein bisschen anders gewesen zu sein. Tatsächlich sollen die Raptoren nämlich hier vom Menschen wirklich auch missbraucht worden sein. Das heißt, das wären hier wirklich einfach nur Nutztiere, die wie reine Produkte funktioniert hätten. Das hätte zwar auch ins Jurassic World Konzept gepasst, denn hier wird ja auch sehr häufig der Begriff Produkt verwendet. Allerdings finde ich es sehr interessant, mal zu sehen, wie stark man dann doch etwas, naja, ein bestehendes Konzept, eine Idee wieder verworfen hat. Kurz nach diesem Konzept kam dann das Konzept, das wir noch besprechen werden. Das könnt ihr im Jurassic World Compendium nachlesen. Und danach hat man sich dann erst dazu entschieden, das Raptoren-Squad so einzuführen, wie es in Jurassic World jetzt wirklich eingeführt wurde. Ich stelle mir das ganz cool vor, so ein paar Szenen auch zu haben, wenn dann die Parkmitarbeiter mit diesen Raptoren nach draußen gehen, um eben entflohene Dinosaurier in irgendeiner Art und Weise wieder einzufangen. Möglicherweise gab es da auch einen anderen Hintergrund, warum die jetzt frei gewesen sind. Aber diese Tiere waren einfach nur dafür da, wie Spürhunde, um eben andere Saurier wieder aufzuspüren. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu dieser ursprünglichen Idee, zu diesem ursprünglichen Konzept? Sagst du, das ist eigentlich eine ganz coole Nummer? Das würde ich gerne nochmal sehen. Oder bist du der Meinung, nee, ich fand das schon so ganz cool, was sie mit Delta, Blue, Charlie und Echo gemacht haben? Ich freue mich drauf, deine Meinung zu lesen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.